erstmal Hallo zur jetzigen heutigen Sitzung von AK4. Oliver hat sich krank gemeldet, dementsprechend bleibt die Frage Sitzungsleitung offen. Ich wurde jetzt von mehreren Personen gefragt, inwiefern ich das machen kann. Hat jemand was dagegen? Nein. Gut, dann habe ich jetzt quasi den Hut auf. Es gibt natürlich wie immer zur heutigen Sitzung auch ein Pad. Das ist in der gleichen Nomenklatur. Protokoll, unterstrich AK4, unterstrich 2013-112-16 für den heutigen Tag. Ja, unter Pad Piratenfraktion. Das lassen wir mal bitte rausgehen. Ne? Weiß ich jetzt nicht. Jetzt will ich es nicht stören. Das ist jetzt fraktionsöffentlich, glaube ich. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern ich da die Rechte habe, das gänzlich öffentlich zu machen. Wenn da jemand die Rechte hat dazu, sei herzlich eingeladen. Und ansonsten, genau, stürzen wir dann gleich mal ins Thema. Jetzt rannte der Erste jetzt gerade gleich raus. Ich habe meine Brille vergessen. Dann machen wir kurz 5 Minuten noch Pause. Oder möchtet ihr dann den Anfang machen? Das ist fantastisch. Okay, dann machen wir 5 Minuten Pause. Kann ich ja ganz kurz erzählen, das ist auch gleichzeitig meine letzte. Gut, dann sind wir zurück wieder im AK. Erstmal Organisatorisches. Für den Januar hatten wir den externen Termin für den Landesentwicklungsplan. Ich habe da jetzt angerufen, Vertrag wird vorliegend sein. Ein Budget habe ich beantragt im Namen von Oliver, das ist genehmigt worden. Budget beträgt 300 Euro. Räumlichkeiten sind verfügbar am 14. Januar, das ist ein Dienstag. Wir hatten den 13. vereinbart gehabt oder den 14., je nach Möglichkeit. Der 13. ging nicht, der 14. stünde zur Verfügung. Ich kann mich auch ganz grob erinnern, dass es im Wesentlichen die Balance hielt, was für und wider, ich glaube, bei dir war es der 14. eher günstiger. Die Alternative wäre dann am 13. das hier zu machen. Die Frage, die im Raum steht, ist jetzt natürlich, wer übernimmt das dann weiterhin? Die Vertragsvorlage kann ich dann die Woche vorbeibringen. Das müsste allerdings jemand weiter übernehmen, der dann natürlich auch entsprechend im Januar dabei ist. Ich werde zu Besuch, dann werde ich da nochmal vorbeischauen, aber die Frage in die Runde, wer könnte das übernehmen, wer würde das gerne übernehmen? Das wäre in Bilk wieder, in der Arkade, gleiches Format, gleiche Uhrzeit wie die Diskussionsrunde zum Thema Schuldenbremse im September. Und ja, Freiwillige vor. Gut. Ich will es machen, aber ich komme erst am 13. wieder zurück. Insofern ist das eher ungeeignet. Reicht ja, also ich hatte das ja schon beim letzten Mal so ein bisschen angesprochen, dass ich das aus meiner Sicht für ein bisschen unausgegoren halte, wenn wir selber noch unsere Position noch nicht erarbeitet haben, dass wir dazu jetzt einen externen Termin machen. Ich weiß nicht, du springst jetzt ab, das wusste ich erst jetzt. Stefan ist bis zum 13. im Urlaub. Ich selber bin diese Woche voll ausgebucht, komme am 7. oder 8. wieder. Muss aber ganz ehrlich sagen, dass ich da nur auch erstmal meine Themen im Blick habe, Wirtschaft, ne? Und ich von allen anderen noch nie irgendwas anderes von ihren Positionen gehört habe. Deswegen halte ich auch mich nicht unbedingt für die geeignete Person, das da voranzubringen, weil ich selber auch mir selber nicht klar ist, wie wir, wenn wir selber unsere Position noch nicht haben, hier mit unseren Leuten in den einzelnen Arbeitsbereichen, wie wir da jetzt einen externen Termin daraus machen. Deswegen, also jetzt nochmal mein Hinweis, bevor wir da irgendwas Unausgegorenes machen und die Hauptcharaktere gerade abspringen oder im Urlaub sind, also frage ich mich gerade, ob wir den Termin in der Mitte oder Anfang Januar halten sollen. Das nur als Hinweis, bevor, ich glaube, dass wenn wir das Ding einen Monat oder 2 Monate später machen würden, dass wir da vielleicht, glaube ich, eine inhaltlich durchaus kompetentere Veranstaltung hinbekommen würden, wenn wir uns erstmal hier mit allen Leuten hinsetzen und da die Fragen klären. Ja, die Frage, die damit im Grunde auch gestellt ist, ist,
wie stellen wir Öffentlichkeit her und welche Öffentlichkeit meinen wir eigentlich, wenn wir von einer öffentlichen Veranstaltung sprechen? Ist das eine Parteiöffentlichkeit oder ist das eine Bürgeröffentlichkeit? Ist das irgendwie eine Fachöffentlichkeit? Wenn wir diesen Termin öffnen über die Fraktionen hinaus, dann müssen wir uns ja bestimmte Dinge überlegen, was wir mit diesem Termin erreichen wollen. Eine Möglichkeit könnte das sein, was Linus als interne Aufgabe beschrieben hat, nämlich sowas wie eine Meinungsbildung, eine Positionenerarbeitung. Ich halte es nicht von vornherein für ausgeschlossen, dass sowas von Anfang an öffentlich funktionieren kann. Die Frage ist natürlich nur, mit welcher Absicht und mit welcher Öffentlichkeit. Darüber haben wir uns, meine ich, bisher nicht auseinandergesetzt, wer da eigentlich angesprochen werden soll. Ich befürchte so ein bisschen, das hat Linus beim letzten Mal ja auch schon angebracht, und ich teile diese Sorgen ein kleines bisschen, dass die Öffentlichkeit nicht gerade gigantisch sein wird. Also es ist eine kleine, ausgesuchte Öffentlichkeit, wogegen ich nichts habe. Wenn dann 5 Leute kommen, mit denen man diskutieren kann, auch offen diskutieren kann, ist das vielleicht sogar das richtige Format. Ob wir dafür nach draußen gehen müssen, das sei dahingestellt. Also, ja. Um das vielleicht noch zu ergänzen, also ich glaube, ich würde es begrüßen, wenn wir intern erstmal klären, was sind für uns die wichtigsten Fragen in den einzelnen Bereichen und dazu halt auch in gewisser Maße sprechfähig zu sein. Und das dann zu ergänzen und zu vertiefen mit einer, meinetwegen auch externen Veranstaltung. Aber ich befürchte jetzt, mit dem Zeitplan und da jetzt viele Leute auch irgendwie, jetzt glaube ich, in den nächsten 2-3 Wochen gar nicht arbeitsfähig sind, also gar nicht da sind, dass wir da vielleicht jetzt eine Veranstaltung gerade planen, obwohl wir selber dazu noch gar nicht eine Meinung ausgebildet haben. Also die muss nicht fertig sein. Also ich sage jetzt nicht, wir müssen da nicht fertig sein, aber ich glaube schon, wenn wir uns da treffen, dass da gewisse Positionen schon da sein und ausgearbeitet sein müssen, um überhaupt auch ein Gespräch in Gang zu bringen. Ich glaube nämlich nicht, dass es uns gelingt, das glaube ich hatten, oder weiß nicht, ob das wurde mal so auf dem Flur kommuniziert, dass wir damit sozusagen auch intern Leute motivieren könnten, indem wir so eine Veranstaltung machen. Und intern würden sich Leute erstmal bei uns dann motivieren, indem wir da interessante Fragen stellen. Also da bei so einem Abendtermin, also das bezweifle ich. Und deswegen, also ich glaube, ehrlich gesagt, dass fraktionsintern, jetzt mal unseren Kreis ausgenommen, die Begeisterung nicht so groß ist und würde deswegen eher dafür plädieren, das nochmal zu überdenken und vielleicht 1-2 Monate später zu machen und erstmal auf der Arbeitsebene uns klar zu werden, was so unsere Basic-Fragen da sind, Stellungnahmen, und das dann vielleicht nochmal zu erweitern in einer externen Veranstaltung. Wir müssen das hier, glaube ich, nicht wir müssen hier eine Position finden, weil heute, glaube ich, eine Entscheidung darüber getroffen werden muss, wie wir mit dem 14. Januar umgehen. Deshalb nochmal, ich glaube, es ist richtig, was Linus sagt, wir brauchen eine interne Eröffnung des Meinungsbildungsprozesses. Das muss nicht und es kann auch nicht bedeuten, dass wir hier eine abgeschlossene Meinung haben müssen, bevor wir in die Öffentlichkeit treten. Aber wir müssen zumindest eine interne Sensibilisierung, eine Öffnung für das Thema begonnen haben. Ich glaube allerdings, anders als Linus, dass wir da bereits drinstecken. Dass wir zu vielen Themen des LEP vorläufige oder entwickelte Meinungen haben, auch wenn es nicht immer in expliziter Bezugnahme auf den LEP geschieht. Wir wissen, wie wir mit Freiflächen umgehen wollen, wir wissen, wie wir mit dezentraler Wirtschaft umgehen wollen, wir haben eine Idee zur Energiewende, wir haben eine Idee zu großflächigen Nutzungen, wir wissen, wie wir mit nicht integrierten Ansiedlungen umgehen. All da, also das sind alles LEP-relevante Angelegenheiten, wo wir eine Position haben, ohne dass wir LEP draufschreiben. Worum es jetzt geht, ist, die Zuspitzung auf den LEP vielleicht zu betreiben.
Ob wir das getan haben müssen, bevor wir in eine öffentliche Debatte gehen, weiß ich nicht. Meine Frage ist eine andere, das hatte ich in meinem ersten Beitrag gerade versucht, in den Mittelpunkt zu stellen. Welche Öffentlichkeit meinen wir eigentlich? Und wie sprechen wir diese Öffentlichkeit an? Wie stellen wir denn die Möglichkeit her, dass am 14. Januar mehr als nur wir da sind? Okay, also ich kenne jemanden in Hessen, der kennt sich gut aus mit dieser Thematik Entwicklungspläne und Raumordnung. Der ist auch sehr aktiv in der Anti-Fracking-Bewegung und der wäre es gerne bereit, hierher zu kommen. Und wenn wir den also einladen, als sozusagen Experten, um mal über die Verzahnung zwischen Fracking und LEP und Raumordnung und Fracking zu reden. Es gibt nämlich starke Tendenzen, hier in Deutschland, wo das Bergrecht ja immer noch gilt und wo diese komischen Moratorien nicht rechtssicher sind, zu versuchen, die Fracking-Projekte über Raumordnung auszuhebeln. Das versuchen sie in Niedersachsen, das versuchen sie in Hessen, indem man da auch diese Dinge einfach reinschreibt in die Landesentwicklungspläne zum Beispiel. Und darüber würde der gerne ein bisschen mit uns reden. Ich ergänze das. Der RVR hat gerade das Zielabweichungsverfahren für Datteln 4 beschlossen. Wie viel ist LEP wert, wenn jede beliebige Industrieanlage per Zielabweichungsverfahren doch durchgedrückt werden kann? Wir könnten Martin Tönnes einladen, also RVR-Vertreter. Noch eine Ergänzung. Ich weiß nicht, ob der am 14. kann. Wenn der nicht kann, würde ich vorschlagen, dass wir das Thema dann dort nicht am 14. bereden, sondern den irgendwann zu einem anderen Zeitpunkt, wo er kann, einfach mal einladen und mit dem hier eine Veranstaltung machen zur Info, weil der Typ ist wirklich gut, da kann ich wirklich sagen, der hat was drauf, der hilft uns weiter. Ja, also ganz kurz zusammengefasst, klar gibt es jetzt noch keine gefestigte Position, es gibt ein paar Möglichkeiten für Experten, die man einladen könnte, man könnte den Termin auch verschieben, alles ist möglich, die Frage ist jetzt, was bringt es, den Termin zu verschieben, wenn man sich im Vorfeld unbedingt auf eine eigene Meinung festlegen will. Im Falle des, des Termins im September zur Schuldenbremse war es ja gerade auch so gewesen, dass der Termin deshalb einberaumt wurde, weil man sich noch nicht auf eine Meinung festlegen konnte. Und um sich auf die Diskussionsbeiträge einzulassen, auf verschiedene Ansichten, halt, hatte man den Termin gemacht. Der war ursprünglich als interne Runde angedacht gewesen. Und wurde dann halt eben nach außen hin geöffnet. Das ist jetzt nicht zwingend so gewesen, dass viele Bürger dabei sein mussten, aber es gab halt einige schon, die sich interessiert hatten dafür. Und die Frage ist jetzt, inwiefern ist es jetzt vonnöten, dass man vorher sich eine Meinung bildet, um die dann zu verkünden? Dann ist der Termin, glaube ich, auch hinfällig. Frage. Ja, das fand ich jetzt ein bisschen zu schwarz-weiß ausgedrückt. Also, es geht ja nicht. Also ich fand mit der Schuldenbremse den Vergleich auch nicht besonders gut, weil es da wirklich einfach zwei konträre Positionen gibt, wo man Experten dazu einladen kann. Ich glaube, da beim LEP sind ist die Sache noch um einiges komplexer, weil es sich nicht einfach in zwei Parteien aufteilen lässt. Um das nochmal zu wiederholen, ich meine eher, dass wir sozusagen erstmal uns zusammenbringen sollen und eine qualifizierte Meinung, auch die interessantesten Fragen aufwerfen sollen, um dann uns nochmal zielgerichtet mit Leuten zusammenzusetzen in einer externen Veranstaltung, um das zu vertiefen. Wenn allerdings hier schon ganz viele Experten und so weiter im Raum stehen, dann können wir ja auch einfach dazu meinetwegen die Leute am 14. einladen, also da will ich gar nicht sagen. Also wenn die Leute eingeladen werden können, die Pläne dazu stehen, gar nichts dagegen. Also wenn wir auch die Manpower haben, also Leute, die das organisieren und alles und das vielleicht auch ein bisschen zielgerichteter machen, also nicht nur LEP allgemein, weil dazu meine ich jedenfalls, sind wir noch nicht so weit, aber vielleicht einzelne Themen, sowas hier wie Fracking oder anderen Sachen, könnte man ja hier zu zwei Themen des LEPs mal Experten einladen. Also da sehe ich das schon eher, ehrlich gesagt. Also wir haben doch, wenn ich das richtig sehe, 3 bis 4 Großthemen, die dem LEP zuzuordnen sind, hier bereits am Tisch. Wir haben alle Fragen der
Energieversorgung. Von Fracking über Datteln 4 bis zur Braunkohle gehört alles meines Erachtens in ein großes Energiethema. Umgang mit natürlichen Ressourcen, Zerstörung von Umweltqualitäten und so weiter zugunsten irgendeiner Verwertung oder irgendeiner Energiesicherungsbehauptung. Zweitens haben wir die Frage der dezentralen Wirtschaftsstruktur, die Frage der, also der Wirtschaftsstruktur selber. Wie organisieren wir Wirtschaft im allgemeinsten Sinne? Wollen wir regionale Kreisläufe? Wollen wir, ich sag mal, weg von den verbrauchsorientierten Dead-End-Strategien? Drittes Thema ist die Frage der Einzelhandelsversorgung. Also wie gehen wir um mit dem Struktureffekt immer größer werdender Einzelhandelsformate, mit dem Nebeneffekt der Niederlassung in außerhalb von allgemeinen Siedlungsflächen in Konkurrenz zu Versorgungssituationen in benachbarten Räumen, also Wohnpark Wuppertal, Factory Outlet Centers in Duisburg, in wie heißt das Scheißteil nochmal in Münster? Also 24a, egal. Und viertens haben wir es noch zu tun mit der Frage eines generellen Wachstumsparadigmas, über das wir uns hier auch schon unterhalten haben. Das sind meines Erachtens vier Großthemen, die gleichwohl alle einen ausdrücklichen Bezug auf den LEP haben oder auf Landesplanung insgesamt. Korrigiert mich, wenn ich falsch bin, aber es geht ja gerade darum, ob wir die Veranstaltung am 14.01. machen oder nicht. Genau. Wir führen da gerade keine zielgeführte Diskussion tatsächlich. Ich wüsste gerne nur, was dafür spricht und dagegen spricht, das zu tun am 14.01. und würde dann gerne weitergehen in der Tagesordnung. Dass wir jetzt in LDP an der Stelle diskutieren, halte ich für falsch. Meine Meinung dazu, wenn der zuständige Referent, der du ja warst bisher, dann nicht mehr da ist, sehe ich die Veranstaltung insofern gefährdet, als dass ich jemanden brauche, der das Ding vorbereitet. Wenn wir den nicht liefern können, dann ist das relativ klar. Dann müssen wir das Ding verschieben. Können wir den liefern, dann halten wir das ein. Punkt. Ich würde das natürlich sehr schön finden, wenn wir das schaffen könnten am 14., aber Kai hat recht. Das muss richtig vorbereitet sein, sonst brauchen wir es nicht tun. Dafür brauchen wir einen Referenten, der den Hut auf hat. Oder jemand anders, der den Hut auf hat. Wir kommen ein bisschen in Zeitnot, wenn wir es später machen. Ne? Das ist immer so das Problem. Ja, dann von mir nochmal gleich die Antwort auf Kai drauf. Drauf. Also momentan geht es erstmal um die Frage, wollen wir den Mietvertrag machen, wollen wir nicht machen. Die Frage muss zwingend bis Ende der Woche beantwortet werden. Und dann haben wir die Situation, wir könnten es alternativ auch hier machen, zu jedem beliebigen anderen Termin. Ich glaube schon, dass wir den Abend thematisch füllen können. Stefan hat da gerade eine Reihe von Punkten aufgezählt. Ich glaube, ohne Anspruch auf Vollständigkeit und von der Warte her habe ich jetzt weniger die Zweifel daran, dass wir jetzt den Abend sinnvoll nutzen könnten. Die Frage ist jetzt nur, wollen wir es oder wollen wir es nicht? Und wenn wir es wollen, dann sollten wir das kurzfristig beschließen, weil ich habe den Herrn von der Stadtverwaltung schon eine Weile hingehalten und ohne das irgendwie, ja, ich brauche einfach eine Zusage oder eine Absage. Die Frage, wollen wir es oder wollen wir es nicht, ist an der Stelle auch falsch gestellt. Ich will, dass wir diese Veranstaltung machen. Da habe ich ja direkt, nachdem das Thema aufgeschlagen ist, gesagt, da müssen wir drüber reden, da brauchen wir Diskussionen zu. Mir stellt sich hier nicht die Frage, wollen wir das machen oder wollen wir das nicht machen. Mir stellt sich nur die Frage, wollen wir es an dem Tag machen oder wollen wir es nicht an dem Tag machen. Ich bin zum Beispiel der Meinung, dass der Stefan zwingend dabei sein muss. Das ist klar, du bist dabei, aber du kommst irgendwie erst einen Tag vorher aus dem Urlaub wieder oder und ich hätte es eigentlich auch ganz gerne, dass der Stefan das organisiert und tatsächlich auch, weil ich glaube, der Stefan ist derjenige, der das breiteste Wissen hier hat an der Stelle und ich sehe nicht
Du kommst am 13. wieder, habe ich das richtig verstanden? Sonntag vor der, also es kommt der 12. Nee. Ist der 13. Montag. Genau, ich komme am 13. wieder zurück. Von daher sehe ich nicht, dass wir das am 14.01. machen sollten. Ich will diese Veranstaltung, ich will, dass die Referenten, die verbleiben, sich darum kümmern, dass wir einen neuen Termin kriegen. Ob das jetzt dort sein muss, ist eine ganz andere Frage. Die interessiert mich ehrlich gesagt gar nicht, wo das stattfindet. Ich will, dass das öffentlich stattfindet, dass wir eine öffentliche Diskussion dazu haben. Und ich will, dass du das vorbereitest, Stefan. Von daher, nein, 14.01. kommt für mich nicht in Frage. Das glaube ich nicht, dass das klappt. Und dementsprechend würde ich die Referenten bitten, sich da noch mal kurz zu schließen, bevor du gehst, noch einen neuen Termin auszuarbeiten und den anzuvisieren und dann noch zu kommunizieren. Kriegen wir das hin? Klare Ansage, ja. Also dann schlage ich vor, dass wir auf der Basis... Bist du anderer Meinung an der nein, Stelle? Nein, 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 nein. Im Gegenteil, ich wollte deine Ansage jetzt dazu zum Anlass nehmen, dass wir drei uns jetzt nach der Sitzung zusammensetzen und nach einem geeigneten späteren Termin fahnden, den wir dann auch gemeinsam vorbereiten. Wir dann oder ich dann, ja, genau. Okay. Also ich finde viel, das, was Kai gesagt hat, ist unmittelbar eingängig und man muss da auch nicht lange drüber reden. Also ich finde, wir haben schon eine Menge Vorarbeiten gemacht, also wir sind nicht komplett unvorbereitet, aber wir haben natürlich nichts organisiert in Bezug auf externen Beitrag. Das ist unvorbereitet, das hat niemand gesagt, nur muss funktionieren. Okay, dann können wir gleich auch zum nächsten Punkt weiter, wir haben jetzt eine halbe Stunde damit verbracht. Ja gut, okay, einschließlich der Verspätung am Anfang. Die Ausschussberichte, was war, was wird? Fangen wir an mit dem Ausschuss A18. Da ist jetzt der Linus am besten. Ja, wir hatten gerade in der letzten Woche Ausschusssitzung, hatten unseren Breitbandantrag jetzt zum letzten Mal besprochen, hatten Netzneutralität vertagt auf den federführenden AKM-Ausschuss. Zur Breitbandförderung kommt ja jetzt nochmal ein Antrag ins Plenum. Ich glaube, in der letzten Referentenrunde bereits angekündigt habe, kann es sein, dass wir noch einen Entschließungsantrag zu dem Meisterbriefantrag aller anderen Fraktionen machen, der jetzt im Plenum ist. Dazu werde ich mich heute noch mit den Kollegen aus von Europa und Arbeit und Soziales zusammenschließen. Alle anderen Fraktionen haben ja einen gemeinsamen Antrag zur Deutschen Handwerksordnung gemacht. Hatte ich ja bereits schon erwähnt. Und kann sein, dass wir dazu dann einfach nochmal einen Entschließungsantrag machen, nur um zu erklären, warum wir da jetzt nicht drauf sind. Ja, ich glaube, das sind gerade die wichtigsten Sachen jetzt in Kürze. Genau, da sind wir jetzt endlich durch. Gerade Rot-Grün hatte da lange gemauert zu unserer Anhörung Wirtschaftsspionage. Und hat uns immer, noch Steine in den Weg gelegt. Jetzt ist es durch. Auch alle anderen Fraktionen werden Experten stellen. Zwischendrin waren euch Optionen auch da, dass die alle anderen Fraktionen überhaupt keine Sachverständigen hinschicken zu unserer Anhörung und das sozusagen so besonders klein gemacht werden sollte. Aber jetzt sind plötzlich 16 Sachverständige im Gespräch, über 20 Fragen. Von daher, das Ding läuft jetzt und wird am 6.2. durchgeführt und zwar öffentlich im Plenarsaal, sodass gestreamt werden kann. Ja, im A18 war zudem noch das Thema Luftreinhalteplan für das Rheinische Braunkohlerevier ein Thema. Und da ging es letztendlich der CDU darum, dass mit diesem Luftreinhalteplan quasi die Kommunen gezwungen wären, auf ihre Industriegebiete Acht zu geben. Das ist generell durchaus interessant, aber dann kann man das nicht für das Rheinische Revier nehmen, sondern da muss man das tatsächlich globaler sehen. Ja? Also wenn man da sowas macht, dann würde ich das tatsächlich in ganz NRW anwenden und nicht nur auf das Revier. Ich glaube aber, dass die Intention eigentlich gar nicht war, die Industriegebiete da irgendwie anzugehen, sondern die Intention war meiner Meinung nach, darauf zu achten, dass im ganzen Revier um die Tagebaue dafür gesorgt wird, dass die Luft in Ordnung ist, dass halt die Emissionen des Tagebaus, die Stäube da nicht umherschwirren. Und ich vermute, dass
dass eigentlich die Intention sein müsste, die Tagebau ja, mit mehr Messstationen auszustatten, drumherum, um zu überprüfen, ob auch in alle Richtungen nicht zu viel emittiert wird. Mal gucken, was daraus wird. Gerne. Ja, aber wenn Sie direkt noch dazu was sagen will. Also ich glaube, dass die CDU da wieder gegen die Umweltzone Ruhrgebiet mosern wollte, weil es gibt ja eine, weiß gar nicht mehr, wann die beschlossen war, vor ein, zwei Jahren, eine gesamte Umweltzone Ruhrgebiet. Und dazu ist das Land mehr oder weniger verpflichtet, weil wenn die da nichts machen und die Luftgrenzwerte zu hoch sind, kriegen die von der EU ein Strafverfahren an Hals. Und wenn die, und deswegen gibt es ja überhaupt die Umweltzonen, weil in München hat da ja jemand geklagt. Man kann sich natürlich darüber streiten, wie viele Messpunkte brauchen und wo welche Messpunkte sein müssen, aber das Land muss da aktiv werden. Und ich weiß, dass die CDU gegen diese Umweltzonen immer Randale macht und die nicht haben will, weil sie angeblich nicht zielführend sind. Aber sie sind kurzfristig zielführend und dass man da mehr Messpunkte haben muss, um die Braunkohlereviere da noch mit einzufassen, ist natürlich richtig und auch die Industrie. Aber man kann eigentlich gegen so einen Luftreinhalteplan nichts sagen. Ja, ich wollte eigentlich zum anderen Thema noch was sagen, aber wenn wir jetzt, wenn wir dabei sind, dann will mich hier nicht vordringen. Also wenn ich das richtig sehe, ich muss ja nachfragen, weil das ist jetzt eher so euer Gebiet, Umwelt, Luftreinhaltepläne, ist das Land verpflichtet oder gibt es eine Verpflichtung zur Aufstellung von Luftreinhalteplänen, sobald es irgendwo Feinstaubüberschreitungen gibt, so sehr vereinfacht gesagt, ist das so richtig? Ja, bitte. Entschuldigung. Ja, ich glaube, deine Wortwahl. Genau. Wolltest du auch zu dem Thema oder wolltest du zu dem anderen? Ansonsten würde ich gerne nochmal auf. Was bedeutet denn dann was machen? Also, die Umweltzonen sind ja jetzt nicht so, dass da auf einmal eine Ampel angeht und dann gesagt wird: hey, wer jetzt nicht mindestens gelb hat, kommt jetzt hier nicht mehr rein, sondern die stehen ja fest momentan. Also, momentan gibt es ja kaum Autos, die in gewisse Gebiete reinkommen. Nicht reinkommen. Das heißt, das Land ist aktiv geworden, aktiv was gegen diese Luftverschmutzung zu tun. Ja, aber wenn ich jetzt ein aktuelles Problem habe, dann müsste ich ja dann tatsächlich das verändern. Also die Luftreinhaltepläne, also die Schutzzone, erstens sind die inzwischen auf gelb, rot darf nicht mehr rein, generell nicht mehr rein. Gelb darf ab dem 01.01.2014 nicht mehr rein. Das heißt, die ganzen alten Dieselautos sind dann nicht mehr ruhrgebietszulässig. Und es gibt darüber hinaus ja die Messstellen an den einschlägigen Punkten. Wenn dort die Zahl der Tage, an denen die Werte überschritten wird, gibt es ein LKW-Verbot beispielsweise. Dürfen LKWs nicht mehr reinfahren, gibt es also selektive Sperren der Zugangsberechtigung. Das heißt, die Schadstoffe werden zwar nur weiter verteilt, aber an dem Ort, an dem die Konzentrationen besonders hoch sind, weil dort die Messstellen sind, wird es reduziert. Aber darum ging es, die Sperren, genau. Die selektiven Sperren, genau. Die meinte ich nicht jetzt, dass es sich das zukünftig verändert, sondern die selektiven Sperren, die gibt es tatsächlich. Die gibt es schon seit geraumer Zeit und die werden auch von den Städten durchgeführt. Es gibt ja die bekannten 7 oder 8 Punkte in NRW, die immer über die 50 Tage hinauskommen, die überschritten, oder wie viel? 35 Bus noch? Okay, am Anfang so. Okay, gut. Dann ist offenbar auch hier eine verschärfte Phase schon eingetreten. Früher waren es mal 50 oder 55. Genau. Aber ich glaube, das Klagerecht gibt es weiterhin, wenn die Zahl der Tage, an denen die Grenzwerte überschritten werden. Ja, natürlich. Du hast Grenzwerte und die müssen eingehalten werden. Jetzt können die, ist geklagt worden, weil diese Grenzwerte überschritten wurden. Und da wurde dieser Quatsch mit den grünen Plaketten gemacht. War bekannt, dass das nichts bringen würde. Es kam jetzt wohl im Radio auch gerade wieder eine Durchsage, dass die
dass die Feinstaubbelastung sich nicht verbessert hat in NRW, weil trotz dieser Umweltzonen, also Tosa hatte mich darauf aufmerksam gemacht, ich habe die Sendung nicht gehört. Und das leuchtet mir auch völlig ein. Ich kenne das, es gibt eine Studie, aber wieder aus Dänemark natürlich, Universität in Aarhus hat eine schöne Feinstaubstudie gemacht. Der Punkt ist einfach, der Verkehr ist nicht der größte Lieferant von Feinstäuben. Es gibt jede Menge andere Lieferanten, Industrie, Hausbrand und so weiter. Und was der Verkehr verursacht, ist zum großen Teil etwas, was nicht mit Katalysatoren und ASUS verringert werden kann. Das sind Sachen wie bereits abgesetzter Feinstaub, der durch einen Fahrtwind wieder aufgewirbelt wird, Reifenabrieb, Straßenabrieb, Bremsenabrieb, solche Dinge. Und ob du da jetzt eine grüne Plakette hast und einen Katalysator, dann spielt da überhaupt keine Rolle. Diese Nummer betrifft nur den kleinsten Teil des Feinstaubs und der Feinstaubproblematik. So, jetzt heißt, die haben jetzt das Problem, dass sie was getan haben, was nichts verschlägt, was man aber auch vorher wusste, was nur Ärger macht. Das wusste man auch vorher, deshalb haben die das wahrscheinlich auch gemacht, vermute ich mal so. Das haben die so im Hinterkopf gehabt. Es gibt seit 2 Jahren eine neue Kleinfeuerungsverordnung. Das heißt, dass die Leute, die ihre kleinen Kaminöfen haben, die ein großer Feinstaublieferant sind, wenn sie sich einen neuen Ofen hinstellen, muss der also bestimmte Bedingungen erfüllen. Da gibt es für die jetzt auch Grenzwerte. Und die werden also nach und nach, wird sich an der Front das verbessern, während die alten Anlagen davon wohl nicht betroffen sind. Also wer seinen alten Kachelofen oder seinen alten offenen Kaminofen noch hat, der kann ihn halt weiter beheizen. Aber ich denke mal, dass das ein Thema ist, wo wir dran sollten, auch so mal mittelfristig, weil das mit diesen Schikanen, mit den grünen Plaketten nichts bringt. Sehr schön ist auch die A40 im Ruhrgebiet, da dürfen die Laster nämlich weiter durchjuckeln. Weil das geht ja gar nicht, die dicht zu machen, ne? Denn dann müsste man ja mal anfangen, den Lasterverkehr auf die Schiene umzuleiten. Und das können unsere Schienen ja nicht, weil die haben wir ja schön abgebaut die letzten 30, 40 Jahre. Ja. Es gibt ein paar lustige Studien, deren Wertigkeit ich nicht beurteilen kann, zu der Häufigkeit von Inversionslagen, zum Beitrag von privaten Hausbrandstellen, also offenen Kaminen und so weiter, und dem Umstand, dass die Grenzwerte bei diesen Kaminen erstens nicht so eingezogen wurden, wie sie ursprünglich diskutiert wurden, und zweitens der Übergangszeitraum verlängert wurde und drittens keine Klagbarkeit da ist. Wenn einer einen Kamin da rumstehen hat, der diese Werte nicht einhält, dann versucht das erstmal nachzuweisen. Versucht doch mal durch die Straßen zu gehen. Und also genau das, weil es eben schwer ist nachzuweisen und weil man nicht wollte, dass Leute sozusagen einen Kamin-TÜV bekommen, ist es im Grunde für einen Eimer. Also es findet nicht statt. Also diese Studien kommen zu einem Ergebnis, dass unter Einbeziehung der lokalen Wetterlagen, unter Einbeziehung der konkreten Feinstaub, ich nenne es mal Verwehungen, der Begriff heißt es natürlich anders, es keine Verbesserung gegeben hat und die aktuellen Gesetze auch keine Verbesserung bringen werden. Und das rieche ich jeden Abend, wenn ich nach Hause gehe. Bezieht sich das alles noch auf den Antrag jetzt? Ich würde die Diskussion nämlich gerne versuchen, auf das Thema des Ausschusses dann zurückzuführen und den Antrag, der erwähnt wurde. Das wollte ich eigentlich auch tun. Wir schweifen jetzt ein bisschen ab. Wir können allgemein sicherlich über Luftreinhaltepläne, die Folgen und die Möglichkeiten für uns sprechen, vielleicht jetzt nicht hier. Der Antrag hatte was mit einem Luftreinhalteplan für das gesamte Braunkohlegebiet zu tun. Das geht auf Initiative des BUND zurück. Und wenn ich es richtig verstehe, ist da auch die Problematik drin. Wenn es einen solchen gibt, hat er Konsequenzen. Und dann hat er unter Umständen Konsequenzen für die Kommunen bei der Ansiedlung neuer Gewerbegebiete, weil man dann bestimmte Dinge einhalten muss. Das ist dahinter. Das ist also das Thema Wirtschaft, Energie. Das Verbindende hier können wir uns mit befassen. Aber das war ganz neu irgendwie reingekommen letzte Woche. In Ausschusssitzung haben wir bisher noch nichts getan. Ich würde vorschlagen, dass wir das in Zusammenarbeit mit den Umweltmenschen hier machen, wenn. Und das Allgemeine würde ich dann gerne vertagen. So. Soll ich Arnold 2 berichten? Nee, ich wollte noch.
will mich jetzt nicht vordrängen, aber ich hatte mich vorhin gemeldet, will ich auch noch ergänzend, es gibt eine weitere Anhörung aufgrund unseres Antrages Energiewende durch Bürger stärken, Bürgerenergieprojekte fördern statt verhindern. Die sollte schon mal stattfinden, die Anhörung im Anschluss an eine andere Anhörung. Das haben wir dann aus Zeitgründen, also weil das dann nur noch so ein Anhängsel gewesen wäre, verschoben. Die wird jetzt im Februar stattfinden. Ist das der 7., Linus, weißt du das? Ja. Okay, muss ich jetzt, ich habe das Datum bisher noch nicht gesehen, also egal, das kriegen wir raus, Anfang Februar, Entschuldigung. Der Fragenkatalog steht jetzt soweit von unserer Seite, es fehlen noch ein paar Ergänzungen von der FDP, ansonsten ist das eigentlich jetzt soweit geklärt und ich werde das nochmal aufbereiten und dann rumschicken. Es ist am 12., wie der Kollege Abgeordnete Schmalenbach gerade darauf hinwies, danke, und nur als Info, also das Ding geht jetzt seinen Gang. Ja, wie man sich sicherlich vorstellen kann, war die Langsamfahrt am Bahnhof Essen natürlich das tragende Thema in der Ausschusssitzung. Da ist ja relativ viel berichtet worden und auch relativ viel Panik gemacht worden. Fakt ist aber, dass am Ende tatsächlich kein Schaden entstanden ist, außer dass man natürlich sehr viel Geld dafür in die Hand nehmen musste, diese Hohlräume zu verfüllen. Aber selbst im Ausschuss waren dann die Aussagen etwas diffus. Die Angaben der Tiefe lagen irgendwie zwischen 16 und 20 Meter. Fakt ist wohl, dass darunter vor langer, langer Zeit quasi ausgeschachtet wurde und man das nicht wusste. Man hatte darüber keine Pläne. Man hat im Zuge eines Bauvorhabens allerdings in Verbindung damit, dass man genau für solche Fälle im Prinzip ein Kartenwerk hat, wo man so Zonen einträgt, die unter dem Verdacht stehen, dass da Abbau betrieben worden sein kann, gibt es dann bei dem Bauvorhaben dann immer so eine Anweisung, okay, wenn das Bauvorhaben kommt, dann müssen wir da tatsächlich den Untergrund überprüfen. Das ist tatsächlich passiert. Man hat tatsächlich, als das Bauvorhaben quasi direkt neben dem Bahnhof war, den Untergrund da überprüft, hat dabei diese Schächte gefunden, hat im Prinzip sofort alle Alarmanlagen auf Go geschmissen. Die Bahn hat umgehend tatsächlich die Langsamfahrt eingerichtet und Züge umgeleitet. Und die Bezirksregierung Arnsberg ist sofort mit schwerem Gerät angerückt, hat das Gebiet erkundet und hat dann in der letzten Ausschusssitzung darüber berichtet, wie auch wie viele einzelne Bohrungen die machen mussten, dass die zwischen den Gleisen runter mussten, dass die halt am Verfüllen sind, etc. etc. Unterm Strich hat die CDU dann irgendwie am gleichen Tag noch versucht, mit einer Pressemeldung wieder darzustellen, wie doof doch alle sind. Ist aber irgendwie aus meiner Sicht relativ vor die Wand gelaufen, weil also man lobt ja den politischen Gegner nicht unbedingt gerne, aber ich glaube, an der Stelle ist alles so gelaufen, wie es laufen muss. Es bestand zu keiner Zeit aus meiner Sicht eine Gefahr, weil ab dem Moment, wo man es erkannt hat, hat man tatsächlich gesagt, okay, jetzt hier aufpassen und sofort Maßnahmen ergriffen. Und da gibt es wohl seit 2011 oder wann, gibt es quasi ein Programm dafür, dass genau solche Maßnahmen ergriffen werden. Und dass man im Prinzip relativ schnell eingreifen kann. Und da kann ich nur noch mal sagen, aus meiner Sicht ist das hervorragend gelaufen. Da gibt es halt wirklich keinen Grund, irgendwie ein Fass aufzumachen. Ansonsten hatten wir noch relativ kontroversen Sachstandsbericht durch den Salzbergbau. Da war es in der Vergangenheit so, dass die Cavity GmbH, auf Einladung des Ausschusses nicht dieser Einladung gefolgt ist. Das wurde in der Ausschusssitzung mehrfach thematisiert und in der Sitzung davor wurde dann wieder die grobe Keule rausgeholt und wurde auf die Cavity eingeprügelt, irgendwie unisono von allen, irgendwie das ginge nicht, wie die da auf die Politik reagieren würden, nämlich gar nicht. Und dann war der einer der Geschäftsführer der Cavity letzte Woche im Gespräch mit uns. Wir haben uns mit dem unterhalten, er hat halt um Termin gebeten.
Er hat uns das versucht zu erklären, warum das so war, dass die nicht da waren, und sagte mir halt, naja, wir sind eigentlich zwei Leute in dem Unternehmen. Ja? Und wir haben durchaus auch andere Termine und manchmal auch wichtige. Und wenn man die Einladung nicht rechtzeitig bekommt, dann ist auch das ein Problem. Und er sagt aber, er hätte alle Termine sauber abgesagt. Aus seiner Sicht wäre das nicht so doll gelaufen da mit dem Ausschuss. Und ich habe mir dann die Frage gestellt, was ist denn eigentlich los? Und in der Ausschusssitzung trat dann jemand anders auf, und zwar von der Mutterfirma der Cavity. Und der trat halt mit einer Schutzbar auf, dass ich gedacht habe, um Gottes Willen, der macht jetzt hier einen Riesenfass auf. Der hat dann im Prinzip über einen Abgeordneten berichtet, der sich in die Zeitung stellt, und hat dem dann irgendwie gesagt, solche Artikel könnte er halt so wenig gebrauchen wie Fußpilz oder so ähnlich. War halt relativ, relativ große Klappe gehabt. Und von dem Zeitpunkt war eigentlich klar, was passieren würde. Alle Abgeordneten haben dann draufgeprügelt. Ne? Also es war so, konstruktive Diskussion war quasi mit dem Redebeitrag von ihm nicht mehr möglich. Sodass sich eigentlich die Abgeordneten, die da so unterwegs waren, relativ darauf versteift haben, ihm klarzumachen, welche Aufgaben die Politik hat und welche Aufgaben er hat und welches Mitspracherecht er hat und welches nicht. Es ist eigentlich sehr schade, dass es von dieser Ausschusssitzung kein Protokoll gibt, weil ich glaube, da haben sich einige relativ weit aus dem Fenster gelehnt. Ich habe dann irgendwann darum gebeten, dass man entweder jetzt noch den Dreh kriegt und das Ganze konstruktiv gestaltet oder das jetzt tatsächlich abbricht, weil das an der Stelle wirklich gar nicht mehr möglich war, da vernünftig zu reden. Ich habe halt selten auch so die Abgeordneten unisono so sauer erlebt, ehrlich gesagt. Und da war halt nicht wirklich mehr darüber zu reden, worum es eigentlich geht. Und worum geht's? Es geht natürlich auch um die Bergschäden. Es geht darum, dass die Cavity bzw. der Salzbergbau auch der Schlichtungsstelle beitritt. Die sind aber der Meinung, wenn man diese Schlichtungsstelle beitreten würde, das war so das, was wir im Gespräch mit dem Geschäftsführer hatten, dass das dann mehr Geld bedeuten würde, man müsste mehr Geld dafür raustun. Und die sind auf dem Standpunkt, dass sie eigentlich keine Probleme haben mit den Anwohnern, keine Probleme mit Bergschäden, weil sie eigentlich Übermaß entschädigen. Quasi sagen, komm, du hast den Schaden, ist nachgewiesen, das ist okay, du kriegst jetzt die und die Summe, und die ist dann über dem, was sie glauben, was eigentlich notwendig wäre, und die glauben halt, dass sie deswegen keine Probleme haben, haben aber Angst vor der Schlichtungsstelle. So irgendwie ist das Bild nicht ganz rund, aber ich warte mal die nächste Sitzung ab, was da kommt, und ich hoffe eigentlich, dass wir in der nächsten Sitzung dann ein bisschen sachlicher drüber reden können. Interessant ist dann vielleicht noch die Rolle von Herrn Schneider, von Herrn René Schneider, Landtagsabgeordneter der SPD, mit dem ich in der Vergangenheit eigentlich mal in einer Sondersitzung in Rheinberg so ein bisschen aneinander geraten bin, was heißt denn, also inhaltlich aneinander geraten bin, weil er halt relativ klar die RAG verteidigte. Er war jetzt hier in dieser Salznummer der stärkste Kritiker. Also das passt inhaltlich nicht zusammen, es passt jetzt nicht, dass er sich einerseits als Verteidiger der RAG hingestellt hat, aus meiner Sicht, aus meinem Blickwinkel heraus, und dann jetzt tatsächlich die Cavity scharf angegriffen hat. Wir reden ja im Ausschuss darüber, dass wir im Prinzip gleiches Recht für alle wollen. Wir wollen, dass alle Geschädigten da gegebenenfalls einen gleichen Prozess durchlaufen, damit alle gleichmäßig gerecht entschädigt werden. Und da ist irgendwas schief. Also irgendwas ist da völlig schief, und ich weiß noch nicht genau was, aber das werden wir uns noch mal genauer angucken. Okay. Eine konkrete Frage in Bezug auf den Bergbauschaden in Essen, wo ich auch den Eindruck habe, dass das gut abgewickelt wurde, ein gutes Schadensmanagement und ein gutes, ich sag mal, auch Verkehrsmanagement Platz gegriffen hat. Allerdings habe ich in den letzten Tagen zweimal die Nachricht gelesen, dass die entstandenen Kosten vom Land getragen werden. Ist das so? Und wenn, warum greift hier nicht die Bergbauschadensregel? Also warum zahlen nicht die Rechtsnachfolger der Stollenbetreiber?
Aktuell ist der Rechtsnachfolger nicht ermittelbar. Das ist momentan tatsächlich der Punkt. Kein Geld. Das verursacht ist vor 1848 oder sowas und das also nicht darunter fällt für die, die da jetzt die Rechtsfolge nach haben. Also so ist das derzeit. Meine Frage geht auch in die Richtung. Es war letztes Mal hatten wir noch offen, ob es undokumentiert, nicht dokumentierter Abbau war oder nicht genehmigter Abbau war. Wenn es jetzt nur die Frage der nicht nachvollziehbaren Rechtsnachfolge ist, wie sieht das da, ist der Verursacher zumindest ermittelbar gewesen, unabhängig davon, ob die Rechtsnachfolge geklärt werden konnte? Müsste ich jetzt passen. So wie ich es verstanden habe, nein. Also ist der Verursacher, das ist in so, alles, was da stattgefunden hat, was dokumentiert ist, und das findet in anderen Bereichen in größerer Tiefe. Und diese Hohlräume, um die es da geht, sind in Bereich, wo die nie gearbeitet haben. Also die, also auch seit mehr als 100 Jahren nicht gearbeitet haben. Das ist so lange her und so unklar, wer da was gemacht hat. Das ist also sowohl undokumentiert als auch wahrscheinlich illegal gewesen. Aber die RWE ist doch die Rechtsnachfolgerin für das in Frage stehende Bergbaugebiet. Ne? Das ist korrekt, ja. Also die RWE Service heißen die, aber eben trotzdem nur für Dinge, die sich in dem Zeitraum abgespielt haben, in dem die Vorläuferfirmen da aktiv waren und für die Aktivitäten, die sie da, die ihnen zuzuschreiben sind. Und wie gesagt, diese Aktivitäten, die zu diesem Hohlraum geführt haben, sind also in irgendeiner Vorvergangenheit diesbezüglich und sind einfach denen nicht zuzuschreiben. Das wurde auch so erstmal nicht in Frage gestellt, von keiner Seite, auch nicht von Leuten, die jetzt da vielleicht länger im Thema drin sind als wir. Dann die letzte Frage, die damit zusammenhängt, wie hoch wird der zu begleichende Schaden sein am Ende vom Land? Die Summe stand noch nicht fest. Aber wurde von allen natürlich gefragt, aber es wird irgendwas Siebenstelliges sein, aber also auch jetzt nicht zig Millionen, ne? Also schon eine ziemlich große Summe, weil die echt viel aufgefahren haben an Gerät und an Beton und ja. Aber wir sind halt auch nicht fertig, wir wissen die Summe noch nicht. Die ist halt tatsächlich mehrfach gefragt worden, was kostet das? Ich wollte nur mal ergänzend noch zu Kais ausführlichem Bericht zur Cavity-Geschichte. Also es ist schon ganz interessant für mich gewesen, wenn man mal mit, natürlich sind die als Lobbyisten hier aufgetreten, weil die anderen Fraktionen irgendwie eh schon sauer waren auf die Cavity, haben die wohl keinen Termin dann bei denen gekriegt. Also die von Grünen sagte, nö, hat sie keinen Termin gegeben. Also möglicherweise haben auch mal die Firmen recht in dem, was sie da vortragen. Also ich sage das jetzt, ich nehme das nicht vorweg, aber es ist schon ganz interessant, dass da so zwei Leute, die da diese Schadensabwicklung machen, auch die Mitarbeiter, das ist kein Riesen, die sind mit Geld ausgestattet, sagen, sie machen das alles ordentlich. Und es gibt, und das war dann für mich ganz interessant, auch mal nachzuhören, da sitzt immer ein ständiger Vertreter von dem Verein Bergbau Geschädigter, oder wie heißt der Behrens. Behrens, so, und der hat natürlich auch ein Interesse da, mehr Fälle zu vertreten, auch diesen Bereich zu erfassen. Und dann gibt es eben auch Gutachter und Anwälte, die sich gerne auch weitere Fälle erschließen. Es ist nicht ganz so einseitig und die sind nicht immer gut. Also die haben auch ein durchaus wirtschaftliches Interesse, also durchaus Gutachter und Anwälte speziell. Und es war dann ganz witzig zu hören, dass diese Cavity-Leute sagen, es gibt definitiv zwei Fälle, die strittig sind, mehr nicht. Und das wurde dann zwar immer wieder in Frage gestellt, ob es nicht doch mehr sind, aber keiner konnte sie nennen. Und es war ganz interessant, dass dann, es gibt dieser Verein Bergbaugeschädigter, macht dann auch Stammtische dazu, wo dann alle kommen können. Und der Cavity-Vertreter bat ihn dann in meiner Gegenwart zu sagen, wie viele Leute denn aus dem Salzbergbau da gewesen seien. Und er hat dann zugegeben, dass es keiner war. Und dann ging es irgendwie darum, dass es ja aber in Rheinberg sei und nicht in dem Ort und er aber nicht nach dahin fährt. So. Also es ist schon so mein Eindruck, dass man sehr vorsichtig sein muss, wenn man immer meint, man hat jetzt die Bürgerseite, die Vereinsseite, die Geschädigten vertritt und die haben eben auch durchaus sehr starke Eigeninteressen und man sollte das sehr vorsichtig gegeneinander abwägen. Das ist nur mein Eindruck davon gewesen. Das geht schneller. Sehr. Der Ausschuss Bau und Verkehr, Stadtentwicklung und so weiter hat seine Sitzung nach
wenigen Minuten beendet, aus Angst vor Sturm. Schäden. Also wir haben uns, wie hieß der Xaver oder so ähnlich, ne, also dieser Sturm da halt, ne, die hatten wohl bei Kyrill ein paar Probleme, hier wegzukommen und wollten das nicht nochmal erleben und haben deswegen kollektiv, fraktionsübergreifend beschlossen, sämtliche Tagesordnungspunkte in die nächste Sitzung zu verschieben. Wir treffen uns übermorgen für den Sprecherkreis und besprechen dann, wie es weitergeht. Insofern kann ich vom Ausschuss selber nichts berichten. Wir haben aber in unserem Bereich seit unserem letzten Treffen hier mehrere andere Veranstaltungen durchgeführt, die ich zumindest kurz erwähnen will, sofern ich dabei war. Die anderen kann dann Andreas übernehmen. Letzte Woche haben wir hier im Haus ein Gespräch geführt mit Mitgliedern von Lärmschutzinitiativen in Köln und in Düsseldorf, die zum Teil nicht nur für ihre jeweilige Initiative gesprochen haben, sondern auch über die für die Landesinitiative, für die Landesvereinigung, für die Bundesvereinigung von Flughafen, Lärmschutzinitiativen, es gibt da so einen speziellen Begriff dafür, die auch in den offiziellen Gremien mit Sitz und Rederecht vertreten sind. Ich fand das sehr spannend. Es gibt ja in Düsseldorf gerade diesen Versuch, die Flugbewegungen innerhalb des sogenannten Angerland-Vergleichs zu optimieren, so das ist das Wort, das Stadtke, der Flughafenchef, gerne verwendet. Es geht nicht um eine Erhöhung der Flugbewegungen übers Jahr, aber es geht um eine bessere Auslastung der am stärksten nachgefragten Slots, weil er konnte das zeigen. Es gibt einzelne Slots, die unterausgelastet sind und es gibt andere Slots, die mehrfach überlastet sind. Und er möchte gerne die Nordbahn stärker mit einbeziehen, um diesen besonders starken Bedarf zu einzelnen Zeiten, die Hub-gebunden sind, zu nutzen. Er meint, es braucht dafür keine Betriebsgenehmigungsänderung, aber es braucht es wohl doch, sonst würde er nicht so viel Gewese drum machen. Er ist gerade auf Lobbytour und sämtliche Anrainergemeinden, außer dem berühmten Rheinkreis Neuss, haben natürlich längst in ihren Räten beschlossen, dass das so nicht geht. Also widersprechen dem Anliegen des Flughafens. Neuss ist dafür und Düsseldorf wahrscheinlich auch. In Köln, also in Düsseldorf, sage ich mal, ist die Lage relativ klar, dass sämtliche umliegenden Städte und Kreise gegen eine Veränderung der Betriebserlaubnis sind und gegen eine Veränderung der Slotstrukturen und gegen eine Veränderung der verstärkten Inbetriebnahme der Nordbahn. In Köln ist es wohl ein bisschen schwieriger, weil in Köln wir das Problem des Nachtfluges haben und das Problem der rechnerischen leise Rechnung. Also ich weiß nicht, ob ihr über das Verfahren informiert seid, wie eine Lärmbelastung ermittelt wird. Das ist nämlich nicht der Schall, der momentan gemessen wird, sondern es ist der sogenannte Dauerschallpegel, der sich errechnet aus vielen Einzelschallsituationen. Und dieser Dauerschallpegel hat natürlich nichts zu tun mit der besonderen Schallbelastung durch einzelne Flugzeuge, die außerordentlich laut sein können, wie die berühmte MD-11 oder die 738 von Boeing. Es gibt offenbar seit längerem das Bestreben, zumindest den Passagierflug in Köln nachts zu verbieten. Das wurde immer wieder zurückgewiesen mit der Begründung, dass diese Slots dann sofort von den Cargo-Maschinen besetzt werden würden, man also lärmmäßig gar nichts erreichen würde. Das scheint nicht zu stimmen, weil es bereits jetzt in den Nächten viele Slots, auch angeblich begehrte Slots gibt, die unbesetzt bleiben. Der Markt also offenbar momentan gar nicht so aufgestellt ist, dass diese Kompensation sofort Platz greifen würde. Und es wird argumentiert, dass es ja gerade nicht der Passagierflug sei, der mit diesen lauten Maschinen operiere, sondern gerade der Cargoflug. Also man nicht nur sozusagen die Lärmereignisse, sondern auch die Lärmintensitäten verschlechtern würde, kompensieren und verschlechtern würde, wenn man von Passagier auf Cargo
umsteigen würde. Auch das scheint nicht zu stimmen, weil offenbar etliche Maschinen, Passagiermaschinen, die nachts ankommen, die besonders lauten Maschinen haben und dass die, also gerade die lauteste aller Maschinen ist eben die MD-11, dieses Tweetjet-Teil und die Boeing 738, von der ich vorher noch nie was gehört hatte. Und das sind Passagierflugzeuge, können natürlich auch Cargo sein, aber es sind überwiegend Passagierflugzeuge, und sodass der Flughafen Köln besonders problematisch sei. Der Vergleich mit Leipzig wurde gemacht. In Leipzig gibt es eine Lärmschutzzone, die ein Vielfaches größer ist als die in Köln. Also wir haben hier offenbar ein größeres Problem und wir haben den Kollegen von den Initiativen unsere Aufmerksamkeit zugesichert und ihnen unsere Bereitschaft zugesichert, mit ihnen gemeinsam am Thema zu bleiben, haben ihnen allerdings auch mitgeteilt, das wussten die natürlich schon, dass unsere Chance tatsächlich über Anträge oder auch Anfragen etwas zu verändern, überschaubar sei. Wir haben mit ihnen auch das Problem kommuniziert, dass wenn wir einen Antrag stellen und in alter Tradition die anderen Fraktionen dagegen sind, wir womöglich weniger erreichen, als wenn andere den Antrag stellen würden. Aber es gibt wohl in der SPD in Köln absolut keine Bereitschaft, irgendetwas an der Betriebserlaubnis in Köln zu ändern. Und das, obwohl Köln keine Baufeststellung hat. Also es gibt für den Betrieb des Kölner Flughafens kein jemals betriebenes oder abgeschlossenes Planfeststellungsverfahren. Das liegt daran, dass alle alten Flughäfen, die vor einem bestimmten Zeitpunkt X in Betrieb genommen worden waren, per Erlass als Plan festgestellt galten und gelten. Und erst wenn sich daran etwas ändert, also wenn zum Beispiel Betriebszeiten, Betriebsgenehmigungen im Konkreten neu aufgestellt werden, erst dann wird eine erneute Planfeststellung erforderlich und deswegen will man das schon gar nicht. Weil insgesamt Überzeugung vorherrscht, oder wohl die Angst bei den Betreibern vorherrscht, dass dann eben festgestellt wird, dass viele Lärmschutzregeln nicht eingehalten werden können. Also alles in allem eine außerordentlich spannende, eine außerordentlich informative und auch, wie ich finde, politisch relevante Veranstaltung im kleinen Kreis. Ja, zum einen ist Köln deswegen relativ wenig interessiert, weil der meiste Lärm über dem Rhein-Sieg-Kreis stattfindet, ne? Insofern wäre es ganz interessant, sich gegebenenfalls mit dem Rhein-Sieg-Kreis zu vernetzen, also sowohl mit den Bürgermeistern oder was weiß ich auch immer, denn die sehen das unter Umständen anders als die Kölner. Und das andere ist, es gibt auch bei den Rhein-Sieg-Kreis-Piraten relativ viele, die sich mit dem Thema beschäftigen. Martin Zieroth war dabei. Ja, alles klar, das ist gut. Also auf jeden Fall, dass der Kontakt da besteht, ist gut. Andreas, berichtest du über die anderen Veranstaltungen, an denen ich nicht teilgenommen habe? Es gab in Wuppertal eine, es gab in Duisburg eine. Warst du da dabei? Nee, ich war in Bochum mit dabei und hatte an dem Donnerstag, wo ihr die Thematik mit der Luftfahrt hattet, ein Treffen von der ILS. Ja, das war im Grunde genommen eine Showveranstaltung. Es war eine Fortbildungsveranstaltung von dem Institut für Landes- und Stadtentwicklung am Donnerstag, wo es um die Thematik Nahversorgung, Nahmobilität ging. Da waren zahlreiche Vorträge, insbesondere einen von einem gewissen Herrn Frey von einem Verein, der sich D-Dorf nennt, mit V. Den wollte ich euch nochmal zusammenbringen, gerade in Bezug auf die Thematik LEP. Ansonsten allerdings jetzt nicht von so großer Tragweite. Am Freitag hat man noch eine andere Veranstaltung, die ist jetzt thematisch hier nicht mit drin. Das, glaube ich, würde es dann auch springen. Ich glaube, gibt es jetzt noch Wortmeldungen zum Ausschuss 2? Stefan? Was war? Ich habe gefragt, ob es noch Wortmeldungen gibt, dann bist du aufgesprungen. Ich gehe davon aus, du wolltest was sagen, oder? Achso. Nee, eigentlich wollte ich nichts sagen. Okay, gut. Dann in dem Fall können wir dann weiter zum nächsten Ausschuss.
Andreas, ganz kurz. Wir hatten vor einigen Wochen mal verabredet, dass wir zumindest kurz, nicht zwingend so ausführlich, wie ich es gerade getan habe, über die Veranstaltungen berichten, die wir besucht haben, um die Möglichkeit zu eröffnen, darüber im kleinen Kreis ins Gespräch zu treten. Deswegen habe ich es kurz erwähnt. Okay. Es gab in Duisburg eine Veranstaltung mit Groschek und in Wuppertal eine Veranstaltung mit Groschek. In Wuppertal ging es zum ÖPNV. Es war eine bürgeröffentliche Veranstaltung, wo es wohl kontroverse Debatten gab zum Zustand des ÖPNV in Wuppertal und im Land, wo Groschek wohl ein paar Aussagen getroffen hat in Bezug auf die Finanzierbarkeit von ÖPNV, die spannend waren. Also müssen wir mit Oliver nochmal genauer reden. Und in Duisburg gab es eine Frage zum sozialen Wohnraum. Zwei Großbaustellen in unserem Ausschuss, die von Groschek, diese Auffassung verfestigt sich, nicht produktiv angegangen werden. Es sitzt das aus. Jetzt bleibt in NRW, vielleicht geht er jetzt da neu mit um. Ja gut, okay, dann erzähle ich noch, letzte Woche Montag war in Bochum auch nochmal eine Veranstaltung, da ging es um Zukunft des Verkehrs, des Nahverkehrs. Auch da ist es so, dass Oliver einen reichlichen Fundus an Zitaten von Groschek finden konnte, weil er sich nach außen hin stets anders gibt als in der gelebten Politik, aber gut, das ist wahrscheinlich ein weit verbreitetes Phänomen. Ansonsten, wenn man sagen, groß erwähnenswert war dann halt lediglich, das ist ein typisches Lobbytreffen. Ich weiß jetzt nicht, was da groß erwähnenswert sei. Aber falls es da Fragen gibt, Oliver kann da sicherlich dann auch noch genauer Auskunft geben. Ich war nur begleitend dabei. Oliver ist jetzt nicht da heute. Ist insofern online, als dass er heute schon fleißig E-Mails verschickt. Ich sehe ihn jetzt gerade hier im Pad nicht, aber für den Fall, dass er im Stream ist, würde ich mal grüßen, gute Besserung wünschen und vielleicht kann er ja dann was in den Pad reinschreiben. Aber genau. Zeit wird knapp. Ausschuss 17, wie sieht es da aus? Ja, würde ich Danebott oder Kai bitten, weil ich letztes Mal wegen dem Integrationsausschuss in Wuppertal nicht teilnehmen konnte. Die Ausschusssitzung fand statt in Wuppertal, also auswärtig, das heißt, wir konnten nichts abstimmen. Im Zusammenhang mit einer Tagung im Wuppertal-Institut zum Klimaschutzplan. Den hat der Umweltausschuss also besucht, diese Tagung. Kai, ist dir irgendwas Spezielles im Kopf? Also wurden natürlich Berichte abgegeben, aber irgendwas jetzt besonders Dramatisches, was wir jetzt schnell sagen müssten? Nö, nur die Veranstaltung drumherum war gut. Ja, da habe ich nur wenig mitgekriegt, weil ich da erst pünktlich zur Ausschusssitzung da war. Ich musste vorhin noch andere Sachen erledigen. Dann viel interessanter war, dass ich dann von da an direkt nach Den Haag gefahren bin. Da war am Tag drauf eine Anhörung in der zweiten Kammer des holländischen Parlaments zur geplanten Verkauf der Urenco. Und da war also sehr interessant, dass wirklich alle Experten, die da geladen waren, Holländer, gegen den Verkauf der Urenco waren, gegen die Privatisierung. An der Privatisierung sind die Deutschen interessiert. Also das ist gar nicht so sehr der deutsche Staat, dem das da gehört, sondern das ist eine Gesellschaft aus RWE und E.ON, glaube ich, die ehemalige Uranit GmbH übernommen haben und die jetzt als Urenco weiter betreiben. Die wollen den Kram wohl loswerden und die Engländer, die sind ja sowieso völlig geil auf Privatisieren. In England ist es der Staat, dem die Anteile gehören. Die wollen auf jeden Fall privatisieren und die Holländer sind dagegen und die überlegen also tatsächlich auch, ob sie vielleicht die Anteile, die aus Deutschland und England dann zum Verkauf stehen, selber übernehmen sollten. Das ist so bei denen ein bisschen in der Diskussion. Das Thema ist in Holland ziemlich breit in der Öffentlichkeit diskutiert. Die Holländer haben Angst, dass das Almelo, ihre Urananreicherungsanlage, die meinen, das ist das einzige Hightech-Unternehmen, was sie überhaupt haben in Holland. Ansonsten machen die da nur Käse und Schafzucht oder was, keine Ahnung. Jedenfalls haben sie Angst, dass ihnen das da weggenommen wird. Und dass die Hightech das Wissen und auch die gefährlichen Stoffe, halt, die da angereichert werden, eben ihrer Kontrolle entzogen sind. Die haben keine Bedenken mit der Sicherheit. Und die wollen natürlich nicht so wie wir, dass das Ganze abgewickelt wird, einfach stillgelegt, anstatt zu verkaufen. Aber das war trotzdem also eine interessante Veranstaltung. Ja, was fällt mir noch ein? So spontan ist erstmal nichts.
muss mal gucken. Roter Ausschuss Klimaschutzplan aus. Nichts Besonderes. Interessant fand ist, dass das Wuppertaler Institut ja die ganzen Arbeitsgruppen jetzt zusammengefasst hat und da so eine Szenarienberechnung gemacht hat. Und nach dem, was bis jetzt erarbeitet worden ist, werden sie die Klimaschutzziele, die im Klimaschutzgesetz drinstehen, bis 2050 80% der CO2-Emissionen zu reduzieren, nicht schaffen, so wie das jetzt läuft. Das, nee, aber das mal so schriftlich zu haben, das heißt also, da muss noch mehr passieren als das, was da geplant ist, wenn man das einhalten will. Das fand ich schon interessant. Dann fragen, ob das dann realistisch ist oder so, ne? Also, dass man auf 80% Reduktion kommt. Wir haben eine große Koalition, die Energiewende sabotieren will. Ich habe jetzt mir noch aufgeschrieben, also das Komitee gegen Vogelmord hat einen Jahresbericht vorgelegt. Es gibt weiterhin große Probleme mit illegaler Greifvogelbejagung in Nordrhein-Westfalen. Und in Nordrhein-Westfalen gibt es eine neue Studie, dass hormonaktive Umweltstoffe das geschlechtstypische Verhalten bei Schulkindern verändern. Dazu gibt es eine Studie. Weichmacher PCB verändern das geschlechtstypische Verhalten bei Schulkindern. Diese Stoffe haben hormonähnliche Wirkung oder sie wirken auf das endokrine System. Hallo? Oder sie wirken auf das endokrine System. Diese Stoffe, das ist das PCB zum Beispiel, die Fruchtbarkeit bei Menschen stark herabsetzt, ist mindestens seit den 80er Jahren bekannt. Und hier ist eine Studie gemacht worden und da geht es darum, dass die geltenden Grenzwerte eingehalten wurden und es trotzdem diese Veränderungen gab. Und das ist sicherlich ein Thema, was uns mal interessieren kannst sollte. Kannst du kurz erklären, was geschlechtstypisches Verhalten ist? Nein, kann ich dir nicht erklären. Und ich will jetzt hier auch keine Gender-Sternchen-Asterix-Diskussion. Das ist ein ernstes Problem. Ja? Und nichts für irgendwelche Grünen mit irgendwelchen komischen, abgehobenen Meta-Agenda-Kacke kommen sollen. Dankeschön. Ich möchte mal ganz kurz anmerken, dass zum einen PCB ist ja als starkes Karzinogen bekannt. Es wirkt auf alle Altersgruppen, vielleicht unterschiedlich stark, aber jetzt nicht nur auf pubertierende Schulkinder. Und ansonsten, glaube ich, sind da irgendwie themenfremde Diskussionen dann vielleicht in einer anderen Form dann zu diskutieren. Ich finde das schon. Dann sollten wir die Grenzwerte hochsetzen. Also, ich weiß, gesundheitlich, wenn du jetzt hier so den ersten Absatz in dem geposteten Link siehst, dann wäre das ja von unserer Sache, dass wir zum Beispiel auch sagen, Frauenquote ist eine Brückentechnologie, weil wir müssen durch die Sozialisierung erreichen, dass auch viel mehr Frauen in Führungspositionen kommen wollen und dieses angestrebt haben. Und du liest hier bei zunehmender Brücke zeigen Jungen ein verstärktes und Mädchen ein abgeschwächtes weibliches Verhalten. Wenn man das jetzt so betrachtet, ist das ja genau das, was wir wollen, dass eben nicht schon von Baby an irgendwie aber die Sozialisierung. Bitte nicht mit Chemie, bitte nicht mit Chemie. Nein, aber es klingt doch dass so. Dass Frauen schlechtere Chancen haben, in Führungspositionen zu bekommen, liegt daran, dass es die Frauen sind, die schwanger werden. Ganz einfach. Das ist ein wirtschaftliches Problem und kein Verhaltensproblem. Und das ist auch kein Problem, dass du dich Umweltgifte lösen kannst. Bitte, können wir die Gender-Diskussion hier rauslösen? Und ich glaube, unabhängig davon, welcher Art die Veränderungen im Verhalten sind, wenn sie durch Giftstoffe in der Umwelt verursacht werden, dann sollte man versuchen, sie vielleicht durch andere Sachen zu verursachen, wenn sie gut sind, und die Giftstoffe beseitigen. Ich finde diese Debatte außerordentlich wichtig, weil ich
ein echtes Problem mit der Biologisierung von gesellschaftlichen Rollenverständnissen haben. Also es geht nicht um ein biologisch-genetisch verfügtes Repertoire an geschlechtstypischen Verhaltensweisen, sondern es geht um eine gesellschaftliche Vermittlung dieser Verhaltensweisen. Und wenn wir jetzt plötzlich so tun, als ob PCB Verhaltensweisen bestimmt, dann habe ich ein Problem damit. Ich habe kein Problem damit anzuerkennen und zu reklamieren, dass wir gegen Giftstoffe vorgehen, aber das ist ein ganz anderes Thema. PCB und diese anderen Stoffe sind entweder selber hormonähnlich oder sie wirken auf das endokrine System. Und wir alle werden viel mehr von unseren Hormonen gesteuert, als wir uns das selber gerne zugestehen und bewusst machen, weil wir ja so bewusste und selbstständig entscheidende Lebewesen sind. Und wenn du da jetzt Umweltgifte hast, die auf den Hormonstoffwechsel einwirken, dann hast du auch Veränderungen im Verhalten. Und das ist keine Biologisierung. Gut, erstmal vielen Dank für die Beiträge dann. Gibt es noch weitere Punkte, die offen sind jetzt bezüglich der Ausschüsse? Gibt es noch etwas, was für jetzt die kommende Woche, die Plenumswoche dann halt eben zu sagen ist, insbesondere bezüglich der Redebeiträge? Ist das jetzt mit der Aktuellen Stunde geklärt oder? Weil ich habe eine Mail gelesen, dass Verbraucherschutz da sein soll. Das andere, was danach kommt, habe ich die Abkürzung nicht mal verstanden. Und ja, und dann, wenn das noch möglich wäre, ich fände es einfach gut, dass man dieses Ziel Abweichungsverbot ist nicht mehr möglich und hat sich das erledigt. Weil dann Datteln 4, das fände ich toll. Heute 12 Uhr oder wann? Aber für die nächste Plenarsitzung, da bereiten wir wieder was mal vor. Unser schöner Dauerlutscher Urantransporte. Wir wollen, dass die Feuerwehren informiert werden über die Transporte. Als Antrag, ja, ja. Nee, das hat sie nicht getan. Also sie hat nichts legitimiert, Entschuldigung. Das so, nein, das ist so nicht richtig. Christopher, vielleicht erklärst du es genauer. Ja, also ich wäre jetzt also bei aller Kritik daran, die Aufgabe der Landesplanungsbehörde war, die Rechtsgrundlage für ein Zielabweichungsverfahren zu prüfen. Das ist so, das ist auch richtig und es ist schwer, dem zu widersprechen. Ich sage nicht, dass es nicht möglich ist, aber das sehe ich schon als relativ schwierig an, dem zu widersprechen. Ja, das ist keine Prüfung, ob Datteln 4 da stehen darf oder es nicht. Es ging nur darum, die Legitimität des Zielabweichungsverfahrens zu prüfen. Die sind halt zum positiven Ergebnis gekommen, was auch erwartet war. Aber ob das jetzt der Ansatzpunkt ist, das anzugreifen, ich halte das zumindest nicht geeignet für eine Aktuelle Stunde. Wir sind da beide, aber das ist nicht der Punkt, wo wir es angreifen können. Ja, in dem Fall hat der Minister Remmel zugestimmt. Das ist das, was man dazu sagen konnte. Aber erstmal war das rechtlich und vom Ablauf her sauber. Das ist leider so. Aber wir werden Datteln 4 ganz bestimmt auch nochmal thematisieren. Der Zug ist noch nicht weg und da werden wir uns auch noch ganz klar positionieren. Erneut positionieren. Noch ein kleiner Hinweis dazu. Der Grüne Kreisverband in Castrop-Rauxel macht morgen Abend eine Veranstaltung. Da werden Sie wahrscheinlich Ihre Begeisterung über die Entscheidung der Landtagsfraktionen in gebührender Weise Ausdruck geben, bin ich ziemlich sicher. Das wird spaßig und ich werde da hinfahren.
Nimm eine Kamera mit, nimm den Jaroslav mit Streaming Equipment. Ich möchte nur mal darauf hinweisen, dass es im Rahmen des Kosovo-Krieges einen Austritt eines gesamten Kreisverbandes Hagen in Nordrhein-Westfalen aus den Grünen gab und im Zusammenhang mit der Urananreicherungsanlage Gronau und der Erweiterung der Lagerkapazitäten, da ist der gesamte dortige Kreisverband ausgetreten und die machen jetzt als selbstständige kommunalpolitische Organisation da weiter. Die Grünen sind dort nicht mehr vertreten, nicht in Gronau und auch nicht in Hagen. Ja, Enquete läuft nach wie vor. Da ist ja nicht so viel, was man daraus berichten darf, aber nur so viel, nachdem ich ja relativ sicher geglaubt habe, dass das ein Umfeld wäre, in dem ich mich wohlfühlen könnte, weil es ja eigentlich um die möglichst politisch neutrale Behandlung von Themen geht. Das ist so das, was ich ursprünglich mal dachte, was eine Enquete ist. Bin ich da herbe enttäuscht worden, das ist also ein Ränkespiel sondersgleichen, also da wie da teilweise agiert wird, wie dann, also das ist, ehrlich gesagt, ist das unsäglich. Das ist ein unsäglicher Kindergarten, diese Enquete. Und ich bin derbe enttäuscht davon, wie das da läuft. Ich bin derbe enttäuscht von der Heckenschützenmentalität, die da herrscht. Davon, dass es irgendwie nicht möglich ist, neutral wissenschaftlich miteinander zusammenzuarbeiten, sondern dass es tatsächlich, ich habe immer gedacht, okay, wenn der Bericht dann kommt, dann versucht man seine Duftmarke zu setzen und ansonsten versucht man schön gleichmäßig sauber zu arbeiten. Das findet in der Form nicht statt und mich kotzt das tatsächlich an. Also ich finde das eine ganz üble Nummer, die da läuft. Und die Herrschaften, die da so die Player sind, die können sich sauber darauf einstellen, dass ich nach dieser Enquete ein richtiges Fass aufmachen werde, weil diese Kotzbrockennummer da, die da läuft, die geht gar nicht. Der Vorsitzende meint permanent, mich irgendwie väterlich tätscheln zu müssen oder belehren zu müssen. Der frisst irgendwann einen Stuhl, wenn er so weitermacht. Also, tut mir leid, bin da sehr lange schmerzfrei mit umgegangen, habe lange meine Referenten immer gesagt, hey, bleib ruhig, alles ist gut. Aber so langsam platzt mir da echt die Hutschnur und ich bin da jetzt auch nicht mehr gewillt, die Klappe zu halten und werde das auch, ich habe das schon mal ein bisschen mehr gesagt jetzt in der Hauptleitung und werde auch wahrscheinlich in Zukunft da etwas mehr auf Konfrontationskurs gehen müssen. Weil die Zusammenarbeit, die ich mir gewünscht habe, das neutrale Zusammenarbeiten, das wissenschaftliche Zusammenarbeiten, was ich mir erhofft habe, findet in der Form nicht statt. Und das ist eine Schande, das ist eine absolute Schande. Okay, dann. Sag, dass ich Unrecht habe. Partiell findet das ja statt, nur nicht im Groben. Ja, okay. Entschuldigung, unter den Referenten findet das tatsächlich statt. Und das ist das, was du mit partiell meintest. Also die Mitarbeiter. Da möchte ich an der Stelle auch nochmal sagen, wir haben eine großartige Mitarbeiterauswahl getroffen. Die Mitarbeiter kommen zu 99% super miteinander klar, aber so dieses Politische, was dann da in die wissenschaftliche Arbeit reinspielt, ist halt, ich sag mal, der Todesstoß für die wissenschaftliche Arbeit an mancher Stelle. Dann zeichnet das diese Enquete gegen die andere Enquete aus, wo es offenbar auf der Referentenebene nicht so gut funktioniert. Von anderen Ebenen will ich an dieser Stelle nicht reden. Ja, es gibt halt immer mal wieder Reibereien, das sind alles Menschen, das kann alles passieren, auch da findet mal was statt, auch so, aber im Großen und Ganzen, also auf der Referentenebene, habe ich nicht, dass da großartige Probleme, also ich nicht das Gefühl, dass da großartig Probleme herrschen. Also das ist sehr positiv. Vielleicht das Glück der langen Leine. In der anderen Enquete gibt es eine sehr kurze Leine und die Referenten sind im Grunde das Kanonenfutter der Abgeordneten. Und deswegen funktioniert es nicht. Kleine Bitte, wenn wir irgendwie ad hominems sein lassen könnten. Ich wünsche der Enquete und besonders Kai, dass das Klima dort besser wird. Hilfsweise wünsche ich dem Enquete-Vorsitzenden guten Appetit. Und ja, bleibt die letzte Frage des Tages. Nächster Termin. Also nach dem Zwei-Wochen-Takt wäre es der 30.12. Ich gehe stark davon aus, da hat jeder irgendwie schon anderweitige Pläne. Nee, wir kommen jetzt.
Folglich können wir dann also den 13. Januar als nächsten Termin dann eintragen. Ich glaube, da sind alle wieder da und ich bin im Stream dann. Okay, dann in dem Sinne besten Dank und man sieht sich.